Servus, schön, dass ihr reinschaut. Heute habe ich wieder etwas für euch, und zwar einen Vlog. Ich zeige euch heute die Anschütz 275, ein Repetiergewehr, das für den Einsatz bei Schießbuden konzipiert wurde. Viel Spaß, Leute! Ich hoffe, ihr habt die erste Woche in 2019 gut rumgebracht. Ich hoffe, ihr seid noch gesund und munter und noch voll motiviert, in diesem Jahr wieder durchzustarten. Ich habe für euch heute meinen 10. Vlog, und zwar geht es heute um die Anschütz 275. Ich würde erst ein bisschen was zu den technischen Daten sagen. 105 cm lang, eine Lauflänge von 44 cm, das ist ein Walter Matchlauf. Ein gezogener Lauf hier verbaut, der 4,4 mm Kugeln verschießt. Da ist ganz wichtig, wenn ihr euch so eine zulegen wollt, genauso wie bei den Hänels 310, bei der 49 oder der Diana 30, dass ihr verkupferte Bleikugeln am besten von H&N im Kaliber 4,4 mm verwendet. Stahlkugeln oder BBs können einfach zu Klemmern führen, dass dann einfach das Geschoss im Lauf stecken bleibt. Sollte euch das passieren, ist es ganz wichtig, egal bei welchem Gewehr, dass ihr nicht noch ein zweites Geschoss nehmt, das hinterher schießt in der Hoffnung, dass es das erste raustreibt. Ihr müsstet es dann wirklich ohne ein Geschoss abfeuern, das Gewehr, in der Hoffnung, dass die Luft eben den Lauf wieder reinigt. Falls nicht, müsste man da einfach mit einem Putzstock oder so ran und dann hoffentlich das Geschoss rausbringen. Lasst es gar nicht so weit kommen, verwendet die richtigen. Ich habe jetzt hier noch von meinem Oktoberfestgewehr, das sind ja auch die H&N verkupferten Bleikugeln 4,4 mm. Ihr könnt die euch aber auch als Schüttware besorgen, in großen Tausender Mengen, und dann sind die um einiges nochmal günstiger. Ja, das Gewehr ist ein Repetiergewehr, also das heißt, man hat verschiedene Magazine, die man reinmachen kann. Es gibt das 6-Schuss-Magazin, es gibt ein 8-Schuss-Magazin, wo ich keins leider davon besitze, und es gibt diese 12-Schuss-Magazine. Mittlerweile gibt es auch wieder neu aufgelegte. Waffenladen 24, weiß ich, hat welche selbst nachproduziert, für 40 Euro kostet da eins. Mit 12 Schuss Kapazität, und aber man bekommt auch noch wirklich viele von den alten, beziehungsweise die Hänel Magazine funktionieren hier ganz genauso, und die kann man noch ganz regulär auch kaufen. Die Anschütz Magazine, was ich jetzt hier habe, die sind etwas teurer, aber spielt letzten Endes keine Rolle. Ich wollte es halt einfach passend zu Anschütz, wollte ich halt auch eben diese Anschütz Magazine haben. Ich hätte gesagt, wir gehen mal in die Nahaufnahme. Ich würde euch das Gewehrchen ein bisschen aus der Nähe zeigen, würde euch ein bisschen was über die Besonderheiten erzählen, und dann ja, geht's weiter. So, hier vorne seht ihr jetzt das Korn. Mein Modell hier hat einen Korntunnel. Es gibt diese aber auch mit offenem Korn. Dann seht ihr den 44 cm Walter Matchlauf gezogen. Gucken wir, ob ich es scharf reinbekomme. Kaliber 4,4 mm. Die Seriennummer. Ich habe ein Modell hier erwischt mit einem unglaublich schönen Schaft, der wirklich makellos ist. Ich muss aber auch dazu gestehen, das ist das vierte Modell, das ich besitze. Die anderen drei habe ich unter Angaben von den Mängeln dann wieder verkauft. Leider habe ich viele gekauft, die in einem wirklich schlechten Zustand waren, wo aus der Beschreibung nicht gleich heraus hervorgegangen ist. Und dadurch, dass ich kein guter Techniker bin, war es mir halt eben wichtig, dass ich ein Modell habe, das ich einfach schießen kann, weil technisch das zu zerlegen und zu restaurieren, habe ich es einfach nicht drauf. Hier vorne seht ihr das Korn, das ist nicht verstellbar. Auch da muss man halt ein Modell erwischen, das dann wirklich auch ordentlich gerade ausschießt. Habe ich leider alles anders erlebt. Das Gewehr hier wurde ja konzipiert für eine Entfernung von ungefähr 2,8 Meter. Das soll wohl so, ja, ich sag mal, die durchschnittliche Schießbudenentfernung sein. Aber das Gewehr hier schießt wirklich auf 5 Meter locker noch einen Streukreis von einem Cent. Ist jetzt nicht zu vergleichen mit normalen Luftgewehrpräzisionen. Allerdings handelt es sich hierbei auch um
Rundkugeln, die geschossen werden, und dieses Gewehr ist nie für Wettkämpfe oder sonst irgendwas ausgelegt worden. Beim Abzug gibt es natürlich auch noch eine ganze Menge Qualitätsunterschiede, je nachdem, wie zu Deutsch durchgenudelt er wurde. Die von den ganzen Besoffenen am Kirmesstand ist ja nicht so, dass wir das nicht auch gemacht hätten. Die werden ja nicht unbedingt pfleglich behandelt. Hier seht ihr die Flügelsicherung, die man entweder aktivieren oder deaktivieren kann. Der Repetierhebel, den muss man ganz leicht nach vorne schieben und dann kann man den auch so zur Seite legen. Dann wird er eben zurückgezogen, hier einmal nach hinten gezogen und dann kann man das Gewehr schießen. Ja, ihr seht, ich habe da ein wirklich richtig schönes Gewehr erwischt mit Top-Brunierung, super Schaft, das auch eine Schussleistung von ungefähr 3 Joule hat. Die Gewehre bewegen sich alle zwischen, ja, die anderen hatten alle 2,5 Joule, das hier hat 3 Joule, das ist wirklich neu gewartet und in einem Top-Zustand. Ja, ihr habt das Gewehr jetzt in der Nahaufnahme gesehen. Ich möchte euch gerade noch mal zeigen, wie das mit der Magazinzufuhr funktioniert. Also optisch schöner gefallen mir diese 6-Schuss-Magazine. Hier unten wird es eben, dieser kleine Hebel hier gedrückt und dann wird es eingelegt, das Magazin. Und ihr seht es hier, man hat halt eine sehr schöne Silhouette weiterhin von dem Gewehr, weil das 6-Schuss-Magazin hier unten schön drin verschwindet. Bei einem 12-Schuss-Magazin, klar, der Vorteil liegt auf der Hand. Man kann halt 12-mal schießen, bis man wieder laden muss. Allerdings, Geschmäcker sind verschieden. Mir gefällt es halt besser, das 6-Schuss-Magazin zum Angucken, das 12-Schuss-Magazin zum Schießen. Dann drückt man hier unten wieder, ich versuche das einhändig, den Knopf. Und kann das Magazin halt eben wieder herausnehmen. Ja, das Gewehr kann ich natürlich vor allem Schießbodenfans, Kirmesfans empfehlen. Das Gewehr wurde nicht konzipiert für das Schießen auf 10 Meter. Es gibt aber Modelle, ich habe selbst gesehen, die aus 10 Meter immer noch einen Streukreis von einem 2-Euro-Stück zum Beispiel schießen. Also die Präzision gerade hier von den 2,75ern ist wirklich richtig gut. Ich mache jetzt da keinen Schusstest, weil das Problem ist, ich kann jetzt einfach nicht pauschal für alle Anschütz 275er sprechen. Das ist nicht so, wie wenn ich ein Review mache über ein aktuelles Gewehr, das aus dem Werk kommt, wo ich dann einfach zeigen kann, was das von Werk ab leistet, weil die Unterschiede einfach viel zu groß sind in dem, was man da einfach gebraucht bekommt. Die werden ja seit Jahrzehnten gefertigt und dementsprechend, wie stark die beansprucht wurden, wie gut die wieder instand gesetzt wurden, hängt dann einfach das Schussergebnis davon ab. Meine macht ungefähr 3 Joule, was eine ordentliche Leistung ist. Das ist alles innen drin erneuert. Also das ist echt ein ordentliches Modell. Allerdings schießen tue ich damit auf 2,5 bis 5 Meter Entfernung und dann ist es aber auch gut aus meiner Sicht. Ich habe euch jetzt mal das Oktoberfest-Gewehr daneben gehalten von Diana. Ich habe darüber ja schon ein Video gemacht. Funktioniert vom Prinzip her ähnlich. Die gleiche Munition wird verwendet. Hier haben wir auch dieses Repetiersystem. Das Oktoberfest-Gewehr kann hier in diesen, unter dem Lauf in diese Röhre 120 Schuss aufnehmen. Die Anschütz funktioniert dann mit den Magazinen. Von der Präzision her ist die Anschütz da natürlich noch mal um einiges besser. Man muss auch dazu sagen, es ist eine ganz andere Preiskategorie. Die hier wurden noch bis, ich glaube, 2003, 2005, nagelt mich nicht fest, wurden die noch verkauft zum Neupreis von 500 Euro. Das Oktoberfestgewehr gibt es ja schon für 190 Euro. Also da haben wir auch so natürlich schon ein bisschen einen Unterschied. Ja, man muss das Repetierer, sprich Kirmesgewehr schießen, wirklich lieben, dass einem so ein Gewehr Spaß macht. Es ist halt einfach was wirklich komplett anderes als das normale Luftgewehrschießen. Einfach die kurzen Distanzen. Ich kenne viele, die wirklich sagen, sie können damit mal überhaupt nichts anfangen. Ich kenne aber auch andere, die absolut dafür brennen und das deren Luftgewehrschießen halt einfach ist. Deswegen bleibe ich da auch völlig wertfrei.
Ich persönlich mag das normale Schießen auf 10, 20, 25 Meter lieber mit hochpräzisen Gewehren, aber jeder soll seinen Spaß haben und jeder soll unser gemeinsames Hobby ausüben, wie er will. Ich hoffe, ihr habt es in dieser Woche mal geschafft, euch meine neue Internetseite anzuschauen, ergandi.de. Ich hoffe, ihr hattet die Möglichkeit, euch einfach mal den Blog zu abonnieren. Viele sind auf die Startseite gegangen, habe ich gesehen, und haben dann wahrscheinlich gar nicht gesehen, dass es einen Reiterblog gibt, wo die eigentlichen Beiträge drin sind. Die Startseite ist statisch, hat ein bisschen einen technischen Hintergrund, den ich jetzt auch gar nicht erklären will. Aber das Eigentliche passiert in dem Bereich Blog. Das ist auch der Bereich, den ihr euch abonnieren könnt und der ständig natürlich weiterlebt und ständig mit neuen Infos und Beiträgen befüllt wird. Jetzt unter anderem natürlich auch der Vlog Nummer 10 über die Anschütz 275. Vielleicht habt ihr euch auch mal auf meiner Tipi-Seite schon mal umschauen können. Ich will es einfach durchziehen. Ich würde mich riesig freuen, wer kann, dass er mich dabei einfach unterstützen mag. Ich will da niemandem irgendwas auferlegen und viele oder einige hatten die Angst, als ich 2 Wochen vor Jahreswechsel die Ankündigung gemacht habe, dass es was Neues gibt, dass ich das Ganze vielleicht über eine Patreon-Seite oder ähnliches einfach verschlossen mache und nur gegen Bezahlung dann noch frei mache. Dem Weg will ich überhaupt nicht gehen, also da kann ich euch auch gleich für die Zukunft beruhigen. Ich finde es nicht fair, da irgendjemand auszugrenzen, der einfach die Möglichkeit nicht hat oder es auch einfach nicht machen will. Das ist ja jedem seine eigene Sache und dafür kein Geld ausgeben will, sondern einfach nur konsumieren will. So hat jeder seine eigene Einstellung. Wer das Projekt unterstützen will, wer es mit vorantreiben will und einen Euro oder mehr im Monat übrig hat, ich sage herzlichen Dank und es wird auf jeden Fall auch gut angelegt. Ja, wir haben Ende der ersten KW. Nächste Woche kommt dann mein neuer Rechner. Es wurde schon darum gebeten, ob ich vielleicht meine Schusstests noch ein bisschen ausführlicher mache, mit noch mehr Informationen versehe. Meine Software gibt es aktuell nicht her. Das Problem, eine bessere Software, sprich, wo ich zum Beispiel 3 oder 4 Kameras in ein Bild implementieren kann, gibt mein Rechner, mein aktueller, absolut überhaupt nicht her. Der kommt mit dem Splitscreen, den ich bei den Schusstests habe, kommt da schon überhaupt nicht klar. Und ich muss auch gestehen, mir fehlt dafür noch die 3. und 4. Kamera. Das wird alles nach und nach kommen. Ich verspreche euch, die nächsten Jahre wird das weiter vorangetrieben. Ich will mich auf nichts Erreichtem ausruhen, sondern ich will das Ganze immer weiter vorantreiben, dass es für euch halt wirklich so cool wie möglich ist, dass es euch so wenig Zeit wie möglich raubt, aber so viel Information wie möglich einfach gibt. Ja, das wär's schon gewesen von meinem Vlog. Empfehlt mich weiter. Kommentiert vielleicht, wenn ihr Lust habt, unter meinem YouTube-Video oder einfach hier bei mir auf dem Blog. Ich würde mich riesig freuen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Beim nächsten Mal gibt es dann wieder ein Review. Ich habe schon da was in Vorbereitung und dieses Jahr kommt noch eine ganze Menge spannende Sachen dazu. Ich bin in der IWA-Vorbereitung. Es sind tatsächlich nur noch 8 oder 9 Wochen, bis es da wieder losgeht. Ich bin schon momentan dabei, die Hersteller zu kontaktieren, dass wir da vielleicht einige Interviewtermine dann bekommen und dass ich euch da auch spannende Infos direkt von der Messe liefern kann und euch einfach heiß machen kann auf das, was 2019 da alles kommt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, servus, sagt der Gandhi.